Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns versucht, mit den Atom Cats anzufreunden. Ja, und mir fällt gerade auf, warum bin ich überhaupt hier, wenn wir eigentlich einen Ort haben, wo wir hin müssen. Aber egal. Hoffentlich ist das Spiel jetzt wieder an normale Lautstärke und so. Und ja. Boah, ich glaube, ich habe immer noch. Immer noch komplett andere Sachen an. Ich habe alles Hey, so Sachen in angezogen, Ordnung. die Zeig mir meine uns mal an, was du so Intelligenz hast. noch erhöhen, damit ich mehr Erfahrungspunkte kriege. Ich habe natürlich wieder ein bisschen so auf, ja, auf Screen Leveln gemacht. Ich habe schon wieder 3 Level bekommen. Und ja, mit ein bisschen eintönig. So. Jetzt mal wieder die vernünftigen Klamotten anziehen. Hier, der dritte Gentleman, ja. Und das hier, und ich glaube, das war's, ne? Marine Helm ziehe ich auch nicht mal an, weil ich mehr Intelligenz habe mit dem einen Teil. Wo weißt du was hier? Wegen der Verteilung, ich habe genug Intelligenz. Nein, hallo. So, das war das jetzt. Gut. Ja. Hoffentlich ist der Ton jetzt in Ordnung und nicht zu laut. Also ich bin nicht zu laut. Ich kann nicht mehr zu laut sein eigentlich. Und hoffentlich ist das Spiel jetzt. Aber ich weiß nicht, warum das beim letzten Mal so leise war. Aber ja, seit ich Overwatch aufgenommen habe, ist jetzt, weiß ich nicht, der Sound wieder ein bisschen in Ordnung. Keine Ahnung, was das war. Und ja, ich wollte mir kurz mal gucken, ja, was ich schon alles für Wackelpuppen habe. So auf den Stats halt. Warte mal, Charisma habe ich, Glück. Wahrnehmung. Stärke habe ich, glaube ich, noch nicht, ne? Okay. Da leveln wir erstmal auf. Ich will erstmal ein bisschen auf die Stats hier reinpacken. Dürfte ja eigentlich nichts passieren, wenn ich alles erstmal so auf 8 bringe. Weil. Habe ich Intelligenz schon? Wissenschafts. Nahkampf. Also, ich kann doch ganz einfach so nachgucken. Ich habe nicht Intelligenz, okay. Da ist Intelligenz auf jeden Fall nicht reinpacken. Dann kann ich so schnell das Maximum Level erreichen. Ja, solange wir alles auf 8 packen, dann müsste ich, selbst wenn ich hier noch keine Wackelpuppe von diesen Dingern habe, dann müssten die, wenn ich die finde, maximal auf 9 gehen. Und da ist mit 8 nicht so auf der sicheren Seite. Weiß mal, guck mal, welches wir auf 8 bringen. Ich würde vielleicht das hier nehmen. Erstmal Wahrnehmung. Oder wir gehen alles so nach der Reihe nach. Stärke ist nämlich auch nicht schlecht. Oder ich tue halt erstmal alles so dahin packen, je nachdem, welche Skills ich noch haben will. Reflektor möchte ich noch haben und Scharfschütze irgendwann. Das heißt, ich muss auf jeden Fall 2 in Wahrnehmung einpacken. Also machen wir halt 1. 2. Das kann ich mir vorstellen, ist auch nicht schlecht. So. Schusswaffen verursachten Nahkampfschaden, ne? Schläge, ja. Festgewachsen bis zur Hälfte ein Baum. Wenn du stehen bleibst, hältst du 25 Schadensresistenz. Außerdem verursachen deine bewaffneten und unbewaffneten Nahkampfangriffe 25. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, nur wenn man stehen bleibt, ne? Ja, und dann mit dem Power-Rüstung brauche ich auch nicht, weil ich trage so gut wie keine. So, dann vielleicht Charisma. Ich habe auch schon ganz voll hier. Inspirierend. Wo deine Begleiter und dein Hund mehr Schaden im Kampf. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Auch nicht schlecht. Charisma ist eigentlich auch nicht schlecht. In Verkaufspreisen oder so was. Aber schneller nachladen ist auch nicht schlecht. Ist alles nicht schlecht, oder? Glück ist auch nicht schlecht eigentlich. Stimmt, den Aufladerat für kritische Treffer. Qualität gefundener Gegenstände. Okay, nehmen wir Glück erstmal. Da können wir den Sensenmann Sprint. Theoretisch, was? Ach so. Ich den Sensenmann Sprint aus Versehen nehmen. So. Immer noch etwas Glück. So. Wenn wir die Stats hier alle auffüllen erstmal. Gut. So. Haben wir das schon mal geschafft? Und dann gehen wir nach. Ja,
habe ich noch gut. Aber die Wasserpumpe auf Good Warwick, ja. Da ist doch auch eine Siedlung, also soll das, mein Gott, wie sieht der denn aus? Ja, eine ganze Fertigungsanlage auf dem Rücken oder was? Okay. Glück ist eigentlich auch nicht schlecht, da man, weiß ich nicht. Glück in Fallout 3 hat eigentlich nur beeinflusst, dass alle Werte, so Medizin und all sowas, Schlossknacken, sich ein bisschen erhöht haben. So, und ja, ich habe den Hammer dabei. Den benutze ich hier immer, wenn ich für die Bruderschaft-Mission mache. Flap hier habe ich jetzt eigentlich. Hallo. 615, okay. Ich muss mal gucken, wie viel ich pro Level abbekomme. So, ich soll irgendwas reparieren. Aber nicht da, was? So. Ja, noch schöner. Intelligenz und Stärke fehlt mir noch von den Wackelpuppen. Vielleicht noch ein paar. Weiß nicht. Was? Ja, wer ist das? Wir haben keine andere Wahl. Ich bin froh, dass du da bist. Wir haben es hier mit einem Sündspion zu tun. Das ist nicht wahr. Ich bin kein Sünd. Er ist ein verfluchter Spion des Instituts. Er sieht vielleicht aus wie ein Mensch, aber er ist keiner. Ich habe ihn beobachtet. Und in letzter Zeit verhält er sich eigenartig. Bitte, lass nicht zu, dass sie das tun. Wir machen noch gar nichts, ey. Ich bin erstmal hier. Teil installieren. So, mit wem rede ich denn hier jetzt? Hallo, wer? Sieh mal, wenn du ein Sünder bist, kannst du mal stehen bleiben? Solltest du es zugeben. Ich kann dir helfen. Okay, ich bin ein Sünd. Aber du musst sie dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen. Könnte mal hier bleiben, wenn ich mich noch nicht rede. Eine Tarnung. Lass ihn gehen. Er ist kein Sünd. Oh Gott. Danke. Alles klar dann. Ja, da ist ich weiß. Okay, aber ich behalte dich im Auge, verstanden? Lass ihn einfach in Ruhe, okay? Das war knapp. Wir haben uns fast von unserer Angst kontrollieren lassen. Ich habe dich im Pumpenhaus arbeiten sehen. Bist du bei den Atom Cats? Miau. Miau. Oh, ich werde das mal als ja. Und ist die Pumpe schon repariert? Ja. Alles mit Klebeband und Kaugummi geflickt. Wow, zumindest arbeiten die Atom Cats schnell. Jetzt müssen wir das Ding zum Laufen kriegen. Ihr hört bestimmt noch von uns, falls die benehmen sich wahrscheinlich so. Vielleicht hilft das der Farm eines Tages. Die Atom Cats waren uns eine große Hilfe. Du hast bestimmt Hunger. Hier, nimm dir was zu essen mit. Was soll ich mir was zu essen? Ich esse nicht. Dank aus. Ich kann nicht glauben, dass wir ihn fast umgebracht hätten. Der dreht hier alle durch wegen so einem Zins. Hallo, 13 Watt von der Präzision sehe ich aber irgendwie nichts. So, kehr zu Rowdy zurück. Okay, wollte eigentlich so in diesem oder in der nächsten Folge wieder ins Institut reingehen, beziehungsweise das Gerät bauen, damit wir ins Institut können. Weil das müssen wir auch mal langsam machen. Weiß nicht, wie lange das so dauert. Bestimmt so 3-4 Parts, die ganze Geschichte drin. Ne? Ja. Boah. Man, nee, jetzt schon wieder. Alles klar. Wir das Radio ist wieder an. Wo seid ihr alle? Rowdy. Alles geschafft? Ja, schon wieder ein Radio irgendwo. Was zum Teufel? Na, das hier haben wir noch gar nicht. Das hier handelt von dem, was mir letztens passiert ist. Es heißt harte Schale. Weil ich habe die Radios abgestellt hier, den Sound. Spaziergang am Strand. Mach so mein Ding.
Die Pisser haben hier überall ein Radio an. Ein Ding durchbricht die Oberfläche des dunklen Wassers. Zwei Scheren unter einer knorrigen Panzerkuppel. Ich bin überrascht. Kleine Knopfaugen schauen mich tief aus dem Panzer heraus an. Kleine Knopfaugen voller Hunger, voller Hunger. Schon wieder ein Radio, ey. Warum sind die hier alle an? Ich ziehe meine Knarre und schieße. Hallo? Aber die Kugeln prallen nur ab. Von diesem verkrusteten Panzer. Die Knopfaugen werden immer kleiner, als der gepanzerte Teufel immer wütender wird. Er kommt auf mich zu, schneller als vorher. Eine Kugel findet ihren Weg durch einen Spalt in der Kuppel. Der Dämon kreischt auf vor Schmerz. Ah. Die Knopfaugen schließen sich zum letzten Mal. Ich hole mir die Beute für meinen Sieg. Und ich denke mir, dieses Ding und ich, wir sind irgendwie gleich. Denn auch ich bin weiches Fleisch und eine harte Schale. Wow. Danke. Klatscht da. Wow, wir haben ja was schön gefunden. Hot Roller. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt Dingens ist, genau von diesen Katzen hier die Malung, dann wäre das ja richtig übel. So, wir haben eine grüne Hai-Farbe irgendwie freigeschaltet. Ey. Okay, Cats, das hier heißt Metallherz. Metallbeine, Metallarme, Metallherz. Kriegsgerät, Friedensgerät, Kunstgerät. Ich steige in meinen Anzug und schreite durch das Ödland. Keine Angst, unberührbar. Die Flammen auf meinem Anzug brennen, lodern, leuchten. Die Flammen sind heiß, aber ich bin cool. Ich gehe, ich laufe, ich reite. Irgendwo war noch ein Dritz, glaube ich. Meine Hände sind stark. Ich bin ein Mann. Nein, mehr als ein Mann. Denn Mann, ich habe ein Metallherz. Danke. Das war noch relativ kurz. So, was ist der dritte Teil nochmal? Da. Abstellen. Okay. Wieder dazu. Nehmt keine Poetin oder was. Rowdy. Alles geschafft? Ja. Ja, da musste mir schon was Schwierigeres geben. Das war der erste Test, Meister. Fällt dir nichts ein? Das war die reinste Müllkippe, was? Danke, dass du dich für uns darum gekümmert hast. Ich sollte von June danken. Diese June ist ein Schatz. Und ihre Meierlöckkuchen sind das Abgefahrenste, was ich je gegessen habe. Damit du es weißt, ich überprüfe das. Schlampige Arbeit bringt den Cats keinen Ruhm ein. Ich konnte also die Pumpe in Warwick schick rausputzen. Sollten wir ihn vielleicht mit was anderem ärgern? Mist, da kommt ein Gunner angerannt. Gunner! Schon wieder. Action Cat, los geht's. So, Leute. Oh Mann. Oh, Alter. Keine Gunner. Aggressiv von. Hallo. Schrecken ja alle. Was zum? Hi. Oh, egal, ob du einen Todkopf noch mal verpasst. Wo ist er? Wo ist er? Oh, fuck.
Alter. Ich sehe auch schon, wie alle frecken. Oh, jedes Mal, wenn ich zuschlage, hauen die rein. Boah. Ist auf jeden Fall beschissen. So. Bin ich jetzt bei euch? Bin ich jetzt voll dabei? Ach Mann, echt. Wahrscheinlich sind Leute hier freut man. Boah, all ihre Klamotten sind voll kaputt. Hast du das Zeug dazu, bei den Cats mitzumischen? Ja, mit Zecke soll man sprechen. Ah, Gunner! Diese Lappen wollen sich unsere Anzüge schnappen. Aber du, Kollege, du hast gerockt. Dank dir haben wir heute keinen einzigen Cat verloren. Ehrlich? Das war keine große Sache. Nein. Du bist unglaublich und für mich ein Freund der Cats. Fühl dich hier wie zu Hause. Und ich kann dir hier auch noch einen kleinen Rabatt klar machen. Und dann der heilige Gral für jeden, der weiß, was im Commonwealth cool ist. Deine eigene Atom Cats Jacke. Trag sie mit Stolz, Kollege. Ich find's echt toll, dass Sieg immer wieder gewinnt. Also jetzt mal echt. Als du reinkamst, wusste ich, dass du hip bist. Bestes Atomcat-Material. Oh, ja, voll. Bald ist wieder Poetry Slam und ich bin nicht vorbereitet. Ja, wo ist hier nochmal? Als du reinkamst, wusste ich, dass du ja, ich weiß, ich bin der Beste. Bestes Atomcat-Material. Ist hier nicht irgendwo ein Händler? Der hatte gesagt, einmal ist hier jemand für Power Armors ja. Und so. Hi. Jemand, der so hip ist wie du, hat bestimmt die Kronkorken locker sitzen. Ja, okay, gut. Jetzt verstehen wir uns. Zeig mal, was du so hast. Könnt ihr mal alle hier bleiben, wenn ich mit euch rede? Was zum? Was hast du denn für einen beschissenen Laden? Sachen, da machst du Freudentänze. Schau's dir mal an. Zeig mal, was du so hast. Das ist der schlechteste Laden aller Zeiten. Ein paar Anzüge vertragen. Rowdy. Willst du deine Powerrüstung aufmöbeln? Dann bist du hier richtig. Die Atom Cats haben die Klar, ich schau's mir. Ja, aber die haben keine Dingens anscheinend. Ich kann mir die nochmal kaufen, willst du mich verarschen? Okay, warte mal, was? Neuer Glanz für deinen Anzug, Clyde. Hol dir eine neue Ma. Klar, ich schau mal, was du hast. Was für Dingens? Weil. Mal. Die sind teuer. Also die sind nicht teuer, aber die sind schwer zu stellen. Okay, dann haben wir das hier schon erledigt. Ist ja irgendwas noch in der Nähe, was ich machen kann. Irgendwann auf der Karte hier in der Nähe. Glaub nicht. Okay. Dann weiß ich nicht, was man noch machen soll jetzt. Polymer selbst, das klingt ein bisschen groß. Noch irgendwas? Ist auch schon wieder so ein Teil. Was? Oh, Krathaus. Hör mal da hin. Also, was ich schon aufgedeckt habe, können wir schon mal abgucken. Okay, ich habe gar nicht die Jacke angeguckt. Egal. Bestimmt so eine Jacke mit einer Katze auf dem Rücken. Ne. Ja, wirklich so was ist, ne? Weiß ich nicht. Und die nennen die Gunner-Lappen. Wir haben die fast platt gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre. Wir hätten die platt gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre. So. Chaos mal 1, waffenlos 4, was? Dann kann man auf einzelne Werte hier was Druck bekommen. Ja, jetzt haben wir ein Krankenhaus und noch ganz viele Sachen, meine Güte. Ich habe übrigens wieder so eine Laserpistole gefunden, die unendlich Magazinen hat.
zum Teufel? Was ist das denn? So, Kinder des Atoms, oh Gott. Au. Hey, ich habe euch mehr oder weniger geholfen hier im Dingens, ihr wisst schon. Ne? So, Wahrnehmung 95, alles ausgezeichnet. Wurf. Hier, sehr gut. Auch schon lange nicht mehr gesehen, den Typen. Alter, das Ding macht ja gar keinen Schaden. Alter, die Strahlung. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Ha. Oh Gott. Ja, warum halten sie so viel aus? Oh, das ist ein normales Kind des Atoms, super. Ja, Ding nicht einsetzen, die schuft mich die ganze Zeit weg. War. Ja, Alter, warum hat die so viel aus? Oh. Sehr gut. Mine, was? Also ein bisschen übertreiben. Ich weiß, ihr seid hier voll Strahlung ist. So, aber trotzdem. Und so. Auch mal hier Erfahrungspunkte. Ja, schade, das sind schon wieder alle Gegner gewesen. Ich bekomme Inselbegabung immer viel zu spät. Immer wenn alle Gegner schon weg sind. Dann kotzt mich so an. Ja. Bekommt diesen Effekt immer erst, wenn alles schon tot ist, ja. Das kotzt mich so an. Also, was? Zugauslöser, wo da? Was hätte der ausgelöst? Ich hätte gerne diese Atommine hinken. Habe ich nur 3 oder 4 zu Hause. Geschafft. Das ist Leuchtfeuer. Ja, zum Turm auf die Klippe geschickt. Sie werden ein Leuchtfeuer für Atomskinder einfach. Achso, da. Ich sehe den Leuchtturm, den ich eingenommen habe, schon vor Ewigkeiten, ne? Haben die Red Away bei sich? Aber keinen Sinn. Ich dachte, die stehen ja auf Dingens. Ah, war zum Beispiel. Stimmt für mich da alles, ne? Ich war letztes Mal waren die Gegner alle voll einfach. Jetzt kommen wieder so welche um die Ecke. Ich stehe auf die Phrase. Und da ist ein Magazin. Ja. Und dann Überlebensführer. Du erleidest Dauer 5% weniger Schaden durch Insekten. Oh, sehr gut. Insekten, Tuna Red Skorpione auch zu zählen. Ich meine, in den Ladebildschirm stand da immer irgendwas. So.
Okay. Mal auch. Wo ist die Atommine? Ist die einzige. Da muss weg, ey. Die Overkill-Mine. Da rein ist ja noch irgendwas. Zwei Magazine in einem Part. Finde ich super. Eine neue Lackierung und einmal weniger Schaden gegen Insekten. Hey. Da funktioniert sowieso nicht, wenn ich den Effekt so auslöse, glaube ich. Salem, okay. Für einen Name. Okay. Ist aber nur dieser Ort hier, ne? Radio oder ausstellen, deswegen verstehe ich nicht, warum da trotzdem Salem das hier, ja, das ist halt Krankenhaus, ne? Will ich jetzt nicht erkunden, weil dann habe ich schon wieder auf einen Ort. Na, können wir mal vorbeischauen. Dann können wir uns mal drauf aufmachen, wieder ins Institut reinzugehen. Diesmal ohne, dass die uns alle hier kaputt hauen. Am besten gleich nach dieser Aufnahme nochmal nach. Ob die uns jetzt noch alle freundlich gesonnen sind und dann gehen wir halt ganz vorsichtig an. Ich meine, kann ja eigentlich noch nichts passieren, weil ich war ja noch nicht im Institut drin. Ne? Also ja. Hier kommen wir auch noch oder das hier. Aus der Kronkorn. Ja, da drin müssen wir ja auch noch Kronkorn ausgeben für den Helm, ne? Ich will ihn einfach nur haben. Ich weiß, ich habe schon was Besseres, aber trotzdem. Eier sind, dann sind auch bestimmt Dingens hier Erwachsene. Aber lass mal erstmal, ich will jetzt erstmal weg. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube bei der Railroad wieder. Ich glaube, man sollte am besten mit der Railroad das Institut betreten. Ich weiß nicht mehr wieso. Aber gucken wir mal. Ich werde dann natürlich Paladin Dance erstmal wegschicken. Weil ja. Railroad kommt ja wahrscheinlich nicht gut drauf zu sprechen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.